Ihr Lieben, Namaste, ich grüße euch ganz herzlich. Willkommen zu eurer Wochenlegung. Da ist sie wieder. Ich bin zurück aus dem Urlaub. Vielen Dank für eure vielen, vielen lieben Kommentare bezüglich der Tagesorakel aus Bali. Ja, und jetzt bin ich wieder im guten alten Deutschland und lege euch ein Wochenorakel. Die englische Variante ist schon draußen, vielleicht hast du schon gesehen. Einige von euch haben ja den Vorteil, dass sie auf beiden Sprachen gucken können. Ich lade nach wie vor sowohl englische als eben auch deutsche Readings hoch. Bitte nicht irritieren lassen, falls du neu bist auf meinem Kanal. Ich arbeite auf zwei Sprachen. Ja, und das ist jetzt dein Wochenorakel auf Deutsch. 1, 2 oder 3, der Zeitstempel ist unten in der Box und mehr will ich auch eigentlich gar nicht sagen. Lass uns mal direkt starten. Was liegt an, was kommt auf dich zu in den nächsten 7 bis ca. 10 Tagen? Wir fangen an mit Stapel Nummer 1. Die anderen beiden wandern erstmal zur Seite. Die nehmen wir uns später vor. Ja, und dann wollen wir mal gucken, was kommt denn da so auf dich zu? Was ist wichtig? Womit darfst du dich beschäftigen? Was geht vielleicht auch raus? Ja, kann ja auch sein, dass man sich von irgendetwas verabschiedet. Wir schauen einmal rein. Öffne dich für die Informationen, die die geistige Welt dir jetzt geben möchte, welche auch immer das sein mag. Genau, und dann schauen wir mal. Also erstmal kriegst du hier eine ganz gerade heraus Botschaft, lass Eifersucht los. Eifersucht ist eine Affirmation, die besagt, dass du irgendwas nicht hast. Und das Universum manifestiert genau das, was du affirmierst. Lass dich also vom Erfolg anderer Menschen inspirieren, anstatt frustriert zu sein. Wenn es sie erreichen können, kannst du es auch. Jawohl. Und da muss ich gerade so an meinen Newsletter denken von heute Morgen. Der ist heute Morgen rausgegangen. Da habe ich über die 6 Hindernisse auf dem Weg zum Erfolg gesprochen. Und das ist eigentlich so offensichtlich, ja, da ist Eitelkeit dabei, da ist Ignoranz, Arroganz dabei, ja, und das ist wirklich so. Ich arbeite ja als Yoga-Lehrerin, ich will euch mal ganz kurz ein Beispiel nehmen und biete ein bestimmtes Yoga-Format an, bei dem man sich sehr tänzerisch und on beat, also mit Musik bewegt. Und dieses Format ist absolut erfolgreich, mein Kurs ist brechend voll. Die Leute lieben diese Form von Yoga. Das Ding ist nur, dass die meisten Menschen nicht on beat sind. Das hört sich jetzt vielleicht lustig an, ist einfach eine Tatsache. Ja, die bewegen sich irgendwie so, ich sage mal, das ist wie Kochen. Du kannst einfach so vor dich hin kochen und am Ende kommt auch was Leckeres bei raus. Ja? Du bist ja noch nicht verhungert. Du kannst jeden Tag dir was kochen, aber mit dem richtigen Rezept, mit den richtigen, exakt richtigen Zutaten, wird es nochmal umso feiner. Wart ihr schon mal beim Italiener und habt dort Prosciutto gegessen? Das schmeckt so, oh, ja, das ist so ganz besonders. Und egal, ich habe schon so oft zu Hause versucht, das nachzumachen, ich kriege es nicht so hin. Ich kriege es einfach nicht so hin, weil ich habe nicht das richtige Rezept. Das, was ich mache, ist auch lecker, ist auch Bruschetta. Ja, Tomate und ein bisschen Balsamico und so weiter. Aber es ist halt nicht so wie beim Italiener. Kriegt ihr den Punkt? Und ich frage mich halt, immer wenn ich Workshops anbiete, wo ich den Menschen erkläre, wie man Musik liest und versteht und wie man den Beat hört, dass sich da immer nur ganz, ganz wenige für anmelden. Und das ist mir ein Rätsel, ich verstehe das nicht. Und das ist eine Form von Arroganz und Ignoranz und auch vielleicht Eitelkeit, weil die Menschen vielleicht gar nicht wissen, dass sie damit gemeint sind. Die denken, sie hören den Beat, tun es aber nicht. So long story short, ich will euch jetzt nicht langfallen mit irgendwelchen Anekdoten aus dem Leben einer Yogalehrerin. Ich will nur sagen, oft ist es so einfach, ja, wenn wir uns öffnen und wenn wir bereit sind zu lernen. Wenn wir natürlich hingehen und denken, wir wissen alles, wir haben auf alles eine Antwort, wir sind perfekt, wir brauchen nichts mehr lernen, ja gut, dann kommen wir halt auch immer nur so und so weit. So, also lass Eifersucht los und lass dich im Gegenteil inspirieren vom Erfolg anderer. Engagier dich, ja genau, there you go, ja, gib dich hin, Engagement. Ja, Engagement, wie auch immer du es aussprechen möchtest, Deutsch, Englisch, Französisch, halte an deiner Vision fest und dann tu aber bitte auch alles, was nötig ist. Auch wenn es Geld kostet, auch wenn es Zeit kostet, auch wenn es Energie kostet, auch wenn du dann vielleicht auf 1, 2, 3 andere Dinge verzichten musst. Halte an deiner Vision fest und tu bitte alles, was nötig ist. Weil es ist eine Sache, eine Vision zu haben. Ich will gerne reich und schön sein.
Es ist aber eine andere Sache, wirklich alles zu tun, was in unserer Macht steht, um diese Vision zu erreichen. Was haben wir noch? Loslassen, ja, wie gesagt, dafür müssen wir vielleicht auch mal das ein oder andere loslassen. Und ganz wichtig, wir dürfen hier in unsere Stärke, in unsere Kraft kommen. Ganz, ganz wichtig. Ja, das ist manchmal ein Balanceakt, ja, zwischen zwei Polen. Machen, nicht machen, ja, weitermachen, loslassen. Das ist manchmal ein Balanceakt. Ja, da so die richtige, ja, das richtige Maß auch zu finden. Ja. Was haben wir noch? Die nächsten 7 bis 10 Tage, Stapel Nummer 1. Entscheidung. Hier werden Entscheidungen getroffen, definitiv. 2 der Schwerter ist die Entscheidungskarte. Ja, auch hier sehe ich so ein bisschen diesen Balanceakt zwischen zwei Polen. Soll ich nicht? Aber du wirst hier die Antworten finden, das sehe ich. Das kann ich hier spüren. Ihr werdet die Antworten finden, auch wenn es einen Tower-Moment beinhaltet. Das ist wahrscheinlich das, wovor du am allermeisten Angst hast, nämlich dass etwas Altes einstürzt, ja, dass etwas zu Ende geht und du weißt noch nicht genau, wie das Neue aussieht. Aber das ist Teil der Reise, das ist Teil des Prozesses. Und grundsätzlich, was ich so reinbekomme von den Karten, sieht es hier gut aus. Also du wirst in deine Kraft geführt. Auch wenn du dafür erstmal etwas loslassen musst. Das ist aber in Ordnung. Vertrau dir, vertrau deiner inneren Stimme. Ich glaube, du weißt selber, um was es hier geht. Ja, du spürst es selber schon, dass es Zeit ist. Ja, die Veränderung ist nahe und das ist in Ordnung. Das ist sogar mehr als in Ordnung. Sucht nach Zeichen, wenn ihr sie denn noch braucht. Ja, haltet die Augen offen und seid euch auch nicht zu fein, Menschen um Hilfe zu beten. Hilfreiche Personen. Da gibt es Menschen da draußen, die freuen sich, wenn sie dir helfen können. Das kann auch manchmal wirklich ein richtiges Coaching sein, eine Berufsberatung meinetwegen. Das können auch einfach nur Freunde sein, mit denen du dich austauscht. Ja, ein schöner Brunch mit der besten Freundin, ein Gläschen Sekt dazu. Ich will euch jetzt nicht hier zum Alkoholtrinken verleiten, aber ihr wisst, was ich meine. Insofern, lasst euch helfen, wenn nötig. Glaubt an euch. Wisst, dass ihr stark genug seid, alles zu wuppen, was da draußen auf euch wartet. Ihr habt die innere Stärke, ihr habt die innere Attitude und haltet bitte, bitte, bitte Stapel Nummer 1 an eurer Vision fest. Welche auch immer das ist, ein anderer Freundeskreis, mehr Tiefe, mehr Ehrlichkeit, einen anderen Körper. Vielleicht willst du einfach nur 5 Kilo abnehmen, kann ja auch sein. Es müssen nicht immer die ganz großen, großen Dinge sein. Ja, manchmal ist es wirklich was ganz Einfaches. Ja, oder du suchst den richtigen Arzt für deinen Hund, der gerade ein bisschen kränkelt, du machst dir Sorgen. Du wirst die Antworten finden, nach denen du suchst. Definitiv. Halte an dieser Vision fest und die richtigen Menschen, die richtigen Infos werden zu dir kommen. Ja? In diesem Sinne, ich lasse das jetzt mal so stehen. Das war viel Input. Lasst mir gerne ein Abo da, ein Kommentar, ein Herz, ein Like. Da freue ich mich sehr. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche und wir sehen uns mit einem der nächsten Orakel. Machen wir weiter mit Stapel Nummer 2. Ich habe hier meinen schönen Kaffee. Trink mal gerade einen Schluck. So, was ist für euch wichtig? Was ist für euch wichtig in den nächsten 7 bis 10 Tagen? Was kommt, was geht? Worauf möchte dich die geistige Welt hinweisen? Wir schauen mal rein. Stapel Nummer 2. Die nächsten 7 bis 10 Tage. Was ist wichtig? Eine Karte ist im hohen Bogen rausgeflogen, die nehmen wir natürlich auch. Oh ja, eine kraftvolle Woche. Eine Woche voller Energie, voller Licht, Klarheit, Wissen, ja, Freude, Lebensfreude. Positivität, Optimismus. Wir haben hier den Ritter der Sterne und wir haben die Sonne. Könnte sogar sein, dass ihr ein bisschen flirten werdet, dass da ein junger Mann auf euch zukommt, heißblütig. Ja, der hat ein Auge auf euch geworfen, der kommt direkt auf euch zugeritten. Das kann ich hier sehen. Ja, eine glückliche Woche. Hier haben wir es nochmal. Happy, happy.
Eine glückliche Woche liegt vor euch. Ihr habt nichts zu befürchten. Und im Grunde könnte das Reading jetzt schon zu Ende sein. Ja, ist so. Manchmal ist es so einfach. Ja? Ihr habt einfach eine tolle Woche vor euch. Das wird für jeden von euch da draußen, liebe Männer, liebe Frauen, liebe Menschen, liebe Seelen, was anderes bedeuten. Für den einen ist Glück, wenn er in seiner Kraft ist, wenn er Sport machen kann, wenn er draußen in der Natur gärtnert oder spazieren geht, Waldbaden, Yoga, Salsa tanzen. Manche werden glücklich, wenn sie kochen. Ja, da geht ihnen das Herz auf, wenn sie neue Rezepte erfinden. Manche brauchen die Community, die Gemeinschaft. Die können nicht alleine sein. Die gehen ein wie eine Primel, wenn sie alleine sind. Das, also Glück, ja, Glück liegt im Auge des Betrachters, oder? So wie Schönheit, ist ja eigentlich auch dasselbe. Was für dich schön ist, was dich glücklich macht, kann für jemand anderen ein Graus sein. Das sehen wir ja auch bei der Berufswahl. Ich bin zum Beispiel Flugbegleiterin. Viele Menschen haben Flugangst. Das wäre für die Horror. Eine horrormäßige Vorstellung, den ganzen Tag im Flieger unterwegs zu sein. Ich finde es mega. Ja? Mich stört es auch nicht, wenn ich Jetlag habe. Natürlich ist es nicht schön, aber es gehört dazu und mich macht das Fliegen glücklich, mich macht es glücklich, in anderen Städten zu spazieren, da in Supermärkte zu gehen. Das hört sich komisch an, aber ich liebe das. Ich liebe das. Ja? So, tu, was dich glücklich macht. Hör auf dein Herz. Also es ist egal, was andere sagen. Andere finden das vielleicht schrecklich oder albern oder lustig. Manche nehmen dich vielleicht nicht ernst. Ja? Hör auf dein Herz und höre darauf, was dich glücklich macht. Dann bekommst du noch eine weitere Botschaft. Anziehen statt hinterherjagen. Oh ja, oh ja. Alles oder jeder, dem du hinterherjagst, wird vor dir davonlaufen. Warum? Aufgrund der Ängste, die dieser jagenden Energie zugrunde liegen. Stattdessen ziehe an, was du brauchst, indem du Liebe, Dankbarkeit und einladende Energie aussendest. Ja, das ist easier said than done. I think we all agree on this, right? Es ist leichter gesagt als getan und doch ist es so, 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 so wichtig. Hört auf, Menschen hinterher zu jagen. Hört auch auf, euch was vorzumachen. Hört auf, zu warten, zu hoffen. Ja, hört auf, Menschen zu rechtfertigen, die euch nichts Gutes tun. Ja, seid ehrlich, ich habe das früher immer gerne auch brutal ehrlich genannt. Ja, seid einmal brutal ehrlich, lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Das darf dir deine Devise sein. Hört auf, hinterher zu jagen. Das, was kommen soll, wird kommen. Und das, was nicht kommt, das ist dann eben einfach nicht vorgesehen. Und das müssen wir als erwachsene Menschen in dieser Welt einfach mal akzeptieren. Ja, was haben wir hier noch? Der Blick nach innen. Ja, ich nehme mir mehr Zeit und mehr Spielraum für mich selbst. Die Botschaft der Engel lautet, finde Ruhe zum Nachdenken und schau in dich hinein. Denn jetzt ist es an der Zeit, dich zurückzuziehen und dein Leben neu zu überdenken. Nimm dir mehr Zeit und Spielraum für dich selbst, denn das ist eine Chance, dich von den Herausforderungen des Lebens zu erholen, in Ruhe über deinen zukünftigen Weg nachzudenken und Kraft für die nächste Lebensphase zu tanken. Ganz genau. Also wenn es gerade bei euch heiß hergeht und ihr wisst nicht, wo euch der Kopf steht, nehmt euch immer mal wieder Auszeiten, nehmt euch immer mal wieder Pausen. Es ist so wichtig. Was haben wir hier noch? Stapel Nummer 2. Welche Energien zeigen sich hier noch für die nächste Woche? Setz dich durch. Ja, also auch das, finde ich, passt ganz gut zu dieser Blick-nach-innen-Karte. Wenn du spürst, ich brauche jetzt mal eine Pause, dann nimm sie dir. Ja? Nimm dir die Pause, wenn du sie brauchst. Erbitte dir Bedenkzeit, wenn du noch nicht so weit bist, eine fixe Entscheidung zu treffen. Ja, bevor du irgendwelche Verträge unterschreibst, geh nach innen, hör auf dein Herz und dann zieh's durch. Ja? Was haben wir noch? Selbstwert. Du bist wertvoll. Auch das ist wichtig. Ja, auch das darf hier einmal mehr erkannt und gelebt werden, dass du wertvoll bist. Und auch gerade zum Thema Hinterherjagen. Du hast es nicht nötig, jemandem hinterherzujagen. Wer dich nicht will, wer deinen Wert nicht erkennt, oder drücken wir es mal ein bisschen sanfter aus, der andere ist vielleicht einfach noch nicht so weit. Auch das kann ja sein. Das ist vielleicht ein ganz lieber, toller Mensch und ja, vielleicht würdet ihr gut zusammenpassen.
Nur wenn er oder sie noch nicht so weit ist, dann kannst du es nicht ändern. Gib diesen Menschen frei. Und wann immer die Energie sich verändert, sich verändern sollte, vielleicht in der Zukunft, dann wird dieser Mensch wieder zu dir kommen. Darauf darfst du vertrauen. Du bist wertvoll und du verdienst es, geliebt zu werden. Also verkauf dich bitte nicht unter Wert. Stapel Nummer 2. Bitte, bitte, bitte nicht. Okay? Das ist deine Botschaft. Ich lege dir noch eine weitere Karte raus, on top. Eine Extra-Karte sozusagen, eine Joker-Karte. Und das ist in deinem Falle, ja, das Vertrauen. Hier, der Fallschirmsprung. Ne? Geh ins Vertrauen. Wisse, ich sag's nochmal, das, was kommen soll, wird kommen. Und das, was nicht ist, das hat einen Grund, warum das nicht ist. Auch wenn wir das oftmals, meistens, zu 99% eben erst in der Retrospektive viel, viel später verstehen. Seid im Vertrauen, wisst, dass am Ende alles gut wird. Ja, ob es jetzt dieser Mensch ist oder jemand ganz anderes, das Gleiche gilt auch für Jobs, Lebenssituationen. Vielleicht willst du auswandern, hat nicht geklappt. Vielleicht wolltest du dich vor Jahren schon mal selbstständig machen oder ein Buch schreiben, hat nicht geklappt. Dann war einfach nicht der richtige Zeitpunkt. Wenn du fühlst, ich will es nochmal versuchen, ich starte nochmal durch, ich bleibe dran, ich gebe nicht so schnell auf, ja, wir hatten ja die Karte, setz dich durch, dann mach es, zieh dein Ding durch. Geh in dein Selbstvertrauen, ja, wisse um deinen Wert und dann geh ins Vertrauen. Das ist deine Botschaft, Stapel Nummer 2. Hariom Tatsat. Machen wir weiter mit dem dritten Stapel. Nicht vergessen, lasst mir bitte ein Abo da, ihr Lieben. Unterstützt meinen Kanal, das ist so wichtig. Vielen Dank dafür. Und dann starten wir durch mit Stapel Nummer 3. Was möchte uns die geistige Welt sagen? Für alle, die den dritten Stapel gewählt haben, ein offenes Wochenorakel, zeitlos, wann immer du es findest, hat es eine Botschaft für dich. Wir schauen mal rein. Was möchten dir die Karten sagen? Welche Energien zeigen sich hier? Herzschmerz. Irgendein Herzschmerz, irgendetwas wird dich betreffen in Bezug auf dein Herz. Irgendwas macht dich vielleicht traurig. Ja, ich sehe hier eine ruhige Woche und ich sehe so eine Woche, in der alles durchgeht. Lachen und weinen. Ja, es ist wirklich so. Eine ganz volle Woche, eine ganz dichte Woche. Und da ist alles drin, von Herzschmerz über Lachen, gute Laune haben, in allen Dingen das humorvolle Sehen, ja, also die Dinge wirklich einfach auch mal mit ein bisschen Humor betrachten, alles nicht so ernst nehmen, sich selber auch nicht zu ernst nehmen. Ich sehe dich in einer Transformationsphase, Stapel Nummer 3. Es kann auch sein, dass ihr gerade dabei seid, euch schweren Herzens von etwas zu lösen. Und ihr habt derzeit oder ihr werdet in den nächsten Tagen ein wahnsinniges Ruhebedürfnis haben. Schlummerstunde. Ihr werdet immer wieder das Bedürfnis haben, euch hinzulegen, Nickerchen zu machen oder früh ins Bett. Ich meine, das ist auch ein bisschen die Jahreszeit. Zumindest wenn du es jetzt findest. Dieses Orakel wird Mitte November aufgezeichnet. Und ja, das ist ja die dunkle Jahreszeit. Da verbringt man auch schon mal den Abend ein bisschen eher im Bett, mit einer Tasse Kakao vielleicht und Schlagsahne, wenn du möchtest. Gönn dir das. Gönn dir das, Stapel Nummer 3. Ich denke, in dieser Woche ist alles möglich. Auch du bekommst hier dieselbe Botschaft, wie wir schon im zweiten Stapel hatten. Verkauf dich nicht unter Wert. Wisse um deinen Wert. Ja. Stell dein Licht nicht unterm Scheffel. Wir haben hier die Selbstwertkarte. Und auch das passt, finde ich, ganz gut hier mit der 3 der Schwerter. Wenn du in einer Dreiecksgeschichte bist und ein Mensch, egal ob jetzt Mann oder Frau, sich nicht ganz für dich entscheiden kann oder will im Moment, dann soll er es sein lassen. Dann eben nicht. Ja, ganz einfach. Hatten wir auch in Stapel Nummer 2. Ja, hinterher jagen bringt nichts. Es bringt einfach nichts. Wenn jemand nicht will oder nicht kann, und am Ende ist es ja dasselbe, dann eben nicht. Dann darf ein anderer kommen. Es kann sein, dass irgendwas mit deiner Wohnung, dass da was
organisiert oder verändert werden muss innerhalb deiner vier Wände. Vielleicht ist es auch auf der Arbeit, Veränderungen kommen hier rein. Ja, einfach, dass du schon mal gehört hast. Nicht, dass du dich wunderst, wenn morgen eine E-Mail kommt von deinem Vorgesetzten oder von deinem Vermieter oder von der Hausverwaltung, ja, dass da irgendwie was anliegt, irgendwelche Sanierungsarbeiten, irgendwelche Umbauten. Wie gesagt, das kann beruflich sein, das kann in deinem Privatleben sein, nur dass du schon mal gehört hast. Dann haben wir hier Sirena. Und Sirena, toller Engel, ist der Engel der Fülle. Es ist alles da und wenn es um geldliche Themen geht, du wirst das Geld bekommen, was du brauchst, okay? Wie das geschieht, das musst du jetzt nicht wissen. Es liegt in Gottes Hand. Hab Vertrauen. Wow. Ich sehe hier sehr viel Ähnlichkeit zum zweiten Stapel. Ich muss nochmal darauf hinweisen. So, was ich sagen will ist, wenn du es fühlen kannst, dann hör dir bitte auch Stapel Nummer 2 an. Ich habe den Eindruck, die beiden Stapel, die beiden Energien gehören irgendwie heute zusammen. Ja, es geht um Selbstwert, es geht um Vertrauen, es geht darum, loszulassen, was losgelassen werden möchte. Es geht darum, sich auch abzugrenzen. Ja, die Karte Nein ist hier rausgesprungen aus dem Deck. Wenn nötig, sage Nein. Ja, und hier kriegen wir es nochmal. Schlage eine neue Richtung ein, wenn nötig. So sieht's aus, Stapel Nummer 3. Auch wenn es schwerfällt, weil ich sehe hier, dass es etwas ist, was euch nicht leicht fällt. Es fällt euch nicht leicht loszulassen, es fällt euch nicht leicht Nein zu sagen. Aber es ist hier nötig. Bei irgendeiner Angelegenheit ist es nötig und du schaffst das. Glaube an dich. Ja? Wow, was für schöne, klare Botschaften. Das freut mich immer sehr, wenn die Karten so eindeutig zu uns sprechen. Auch dir möchte ich noch eine extra Karte legen, eine Joker-Karte. Wir schauen mal, was da kommt. Eine extra Karte für alle, die die 3 gewählt haben. Ah, das ist der Ass der Stäbe, Ass des Handelns. Diese Karte kündigt eine Zeit wundervoller neuer Möglichkeiten im Bereich deiner Kreativität, deiner Karriere oder auch der, bezüglich der Realisierung irgendeines Traumes an. Dies ist eine Karte des Handelns. Falls du bisher gezögert hast, Dinge aufgeschoben hast, jetzt ist die Zeit, aktiv zu werden. Ja, sage ich ja. Entscheidungen müssen getroffen werden. Wenn du eine neue Richtung einschlagen willst, mach es. Jetzt ist die beste Zeit dafür. Zudem ist jetzt der perfekte Moment, ein neues Geschäft zu starten. Vertraue auf deine Fähigkeiten. Ganz genau. Ja, der Selbstwert. Du kannst das. Du schaffst das. Grenze dich ab. Wisse um dich und deine Gaben, deine Talente. Nimm das Leben von der humorvollen Seite. Ja, nicht vergessen, immer wieder auch mal zu lachen. Ja, Spaß zu haben. Die schönen Dinge zu wertschätzen, die das Leben uns schenkt. Auch die Kleinigkeiten. Und wenn es wirklich eben hier die Tasse Kaffee ist am Nachmittag, vielleicht das Stückchen Kuchen, dass du Freunde hast, dass du gesund bist. Ja. Schöne Woche habe ich hier für euch. Eine ganz, ganz schöne Woche. Voller Fülle, voller Möglichkeiten vor allem. Ich glaube, das ist so die größte Botschaft, ist wirklich, dass hier ganz viel möglich ist. Viele neue Gelegenheiten kommen auf dich zu und Fülle. In Geldform, in materieller Form, vielleicht aber auch in ideeller Form. Auch das kann sein. In diesem Sinne, ich wünsche euch nur das Beste. Habt eine wunderschöne neue Woche. Namaste.